schafft er in wenigen Augenblicken, beginnt die nächste Vorstellung des legendären, weltweit einzigartigen Holzwurzirkus. Was ist jetzt dazu? Seid gegrüßt, ihr heimischen Hiergebliebenen und zurückgebliebenen. Da geht's schon los, was kommt zum ersten Beleidigungen? Soll ich ja anfangen von vorne? Ja, angereisten, zugereisten und verkreisten, ihr Könige, Herzöge, Grafen und sonstiges Gesindel, ihr Handwerker, Heimwerker, Händler und Bader, ihr alle seid gegrüßt zum weltweit einzigartigen Holzwurmzirkus. Weit sind wir gereist, von Rom nach Karthago. Nein, Las Vegas, Moment, kommen nach Monaco, Wolfgang. Viel haben wir gesehen und erfahren. Wir bringen euch Kunde von den Geschehnissen auf dieser Erdenscheibe. Wir erzählen euch von den Beschlüssen und Dummheiten der Mächtigen. Von der Unterdrückung der Mächtigen in diesem Lande. Höret die Nachrichten, höret die Neuigkeiten, seid gegrüßt, ihr fahren das Volk. Genau. Ihr sitzen das Volk, ihr stehen das Volk, ihr gaffert zum weltweit einzigartigen, nie dagewesenen, Exorbitanten, Holzwurmzirkus! Ja. Ekstase! Holzwürmer! Wer kennt sie nicht? Wer fürchtet sich nicht vor diesen kleinen Bässchen? Wer von euch hatte nicht schon mal den Albtraum, die Vision, dass eines dieser Tierchen in euer Stuhlbein kriecht, es zum Melzer bröselt und ihr anschließend euer karges Maul am blanken Boden am Arsch durchnehmen müsst, ja? Aber wer hat schon mal Holzwürmer gesehen? Niemand! Weil die sind so winzig geil! Also wirklich nur so, weil. Herrgott, nein! Du bist vorn, du bist Tusch, du bist Requisite und ansonsten sei still! Diese Tierchen sind winzig klein! Wir haben euch hier eine Abbildung! Abbildung! Hey, ja, große Klappe und nichts dahinter! Eine Abbildung in tausendfacher Vergrößerung! In 10.000-facher Vergrößerung! Weil, hey, die sind so klein! Jetzt sind sie so, so groß! 10.000-facher Vergrößerung! Wir haben euch hier eine Abbildung in 10.000-facher Vergrößerung dargestellt. Und ihr seht hier auf der linken Seite das weibliche Anobium-Punktatum, auf der rechten Seite das männliche. Der geschlechtsspezifische Unterschied zwischen Männlein und Weiblein ist dem Kenner durchaus ersichtlich, denn beim Weibchen, da hängen. Da hängen die Fühler langweilig nach unten, während sie beim Männchen stolz nach oben stehen. Stinken und ungewaschen und. Männer! Wir wollen euch nicht länger mit Biologie langweilen, schalten den Medias Res. Das ist das einfache Volk und keine Lateiner. Wir fangen an. Hab ich doch gesagt, kommen wir zum ersten Akt, die feuerspuckenden. Vorhang! Die feuerspuckenden Holzwürmer! Vorhang auf! Für die feuerspuckenden Holzwürmer! Weil es sehr gefährlich ist. Es ist der legendäre Sprung durch den Feuerreif. Und da macht ja keiner mehr mit. Ihr wisst es. Ihr wisst ja, warum ist der Sprung durch den Feuerreifen keine olympische Disziplin? Weil sich niemand traut, genau, da durchzuspringen. Nicht einmal Toten nützt. Der Einzige war mal der Berlusconi, der noch gesprungen ist. Der war gut, der hat so Bunga-Bunga gemacht. Yeah. Aber sonst, es war schwierig. Aber machen wir einen Vorhang auf. Vorhang auf für den Sprung durch den Feuerreifen. Den lass mal tupfen. Genau. Der Mann springt durchs Feuer, der Mann, vor dem die ganze Welt erzittert. Der Mann, der kompetent zu jedem Scheißdreck seinen Kommentar abgibt. Donald, bist du soweit? Ich sage bis drei. Eins, zwei und spring! Hey.
Zoll gemacht, ne? Da. Was ja, dieser Häufel Elend da unten. Nein, das ist ja gar nichts mehr. Der ist ja ganz verschmort. Der Welt ist was ein Spaß geblieben. Joba! So schlecht ist so ein Reifen gar nicht. Bis sie umbaut, das kann dauern. Wir kommen zum Höhepunkt. Nicht bloß zum Höhepunkt unserer Vorstellung, sondern zum Höhepunkt eures Lebens. Weil ihr müsst euch vorstellen. Kannst du einmal dein Deppen halten? Das, was ihr jetzt hier erlebt. Lernt ihr am Montag in der Schule? Sie doch nicht, während ihre Kinder so küren eine. Damit wieder alles gut wird. Sag ich eigentlich. Wir küren eine neue Europa, damit wieder alles gut wird und Europa wird blühen und wachsen. Die Briten werden wieder eintreten. Ja. Die Japaner wollen nach Europa, die Russen. Ja, genau. Alle wollen nach Europa, weil wir werden blühen, die Lande. Jeden von uns wird besser gehen. Rente mit 50. Ja, gut. Jetzt stellen wir mal den Stiefel. Weil wir haben nämlich da drinnen einen Rettungsmechanismus. Vorhang auf für die Rettung Europa. Aber vielleicht sollten wir jetzt zur Einleitung die Europa-Hymne singen. Also, die können es alle. Wir alle sind ja, Europa. Genau, müsst ihr euch vorstellen. Das ist ja gar nicht. Das ist ja. Freude, schöner Götterfunken, Töchter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Grenzen werden enger, bis das Land ist komplett dicht. Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke, doch das interessiert uns nicht. Also komm, wir retten Europa, wir setzen dem Stier eine neue Göttin auf und dann haben wir einen Rettungsmechanismus gebaut. Wir haben einen Sprungturm und eine kleine Wildfee. Jetzt mal kurz aufgepasst, dass jeder versteht, wie das funktioniert. Am von der Wippe springt der Helfershelfer. Springt auf die gegenüberliegende Seite der Wippe. Die Wippe setzt sich in Bewegung und schleudert. Unsere neue Göttin hoch, die landet auf dem Stier und der Stier beginnt zu leuchten. Und Europa ist gerettet und alles wird gut und es werden blühende Lande. Und die Briten wollen eintreten. Die Japaner wollen. Ja, das hast du schon gesagt. Ja, eins. Zwei. Nein, meine Ratte geht. Ja, weißt du mir die scheiß Ratte geben? Oh. Ich krieg immer den Schlechteren und dann funktioniert nichts. Das ist doch ein Witz. Angie! Blöder Hund! Eins, zwei und spring! Aber sie hat es geschafft, als sie es gewollt hat! Ja, das war's jetzt. Das war alles abgebrannt. Also es war jetzt geschichtsträchtig. Das muss willkommen in der Kleinstaaterei. Ja. Deutschland hat wieder ringsum Grenzen. Aber Bayern ist Königreich. Bayern ist ja. Und Dresden hat eine Mauer, da streiten sie jetzt noch, wer es gebaut hat, drinnen oder draußen. Ja, aber weil es war geschichtsträchtig. Ja, also ja. Ja, wir schenken euch nämlich noch. Wir kriegen jetzt auch Feuerwehr. Unser erstes Publikum hier auf dem Markt und war es gar schlecht. Also und? Wir haben schon ein schlechtes. Keine Haftung. Wir haben schon gar keins. Ja, genau. Ja, so ein das war saublöd. Und weil ihr so ein gutes Publikum seid, schenken wir euch noch zum Abschied ein Hochfeuerwehr. Genau, aber wir übernehmen keine Haftung. Da ist mein scheiß Ratz irgendwann, wer geht. Der geht, ja. Aber meine nicht, doch, die geht auch. Du bist für die Ratten zuständig. Da. Ja! Danke! Hey, Uwe! Ach, ihr wart ein großartiger. Sehr schön. Jetzt schaut's, dass es weitergeht. Ja. Außer die Vorstellung wird kürzer. Na, guck mal! Brandfleck. Du bist doch nicht so drossig. Du bist jünger als ich. Nein. Jetzt haben wir alles zusammen. Eben. Ja, no. Sehr schön. Einfach Männer. Ja, ne? Ja, ja.